Hi ho und willkommen zurück bei Monster Hunter 3 Ultimate hier. Wir im alten Antlitz, so wie wir die Online-Aufnahme auch verlassen haben. Hier Chacha, volle Kanne hinter uns her. Na, alles klar, Kleiner. Hier kriegen wir Kuropeko-Schuppel, der hat noch ein bisschen was für uns parat gehabt. Seine Stufe ist übrigens auch aufgestiegen. Und wir müssen auch Chachas Fähigkeit hier gleich mal ändern. Denn wir brauchen etwas gegen, ja, den netten Gobul, gegen den wir jetzt ja kämpfen wollen. Dieses Mal machen wir das auch. Dazu muss ich bloß ganz kurz mal hier an die Truhe die Ausrüstung an sich hier verwalten. Denn wir haben ja einen neuen schönen Bogen, den Kuropeko-Bogen mit dem Element Feuer. Und ich muss mich auch nochmal hier so umgucken. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir alles haben. Tränke haben wir noch ein paar kombiniert. Die Kombibücher haben wir, glaube ich, mit, ne? Oh, hier haben wir Beschichtung drin. Die Kombibücher, wo waren die denn noch gleich? Ach, die waren hier mit drin. So, die ziehen wir dann mal fix zu uns mit rein. Beziehungsweise die will ich eigentlich in die Truhe legen. Die brauchen wir nämlich gerade nicht so wirklich. Und gebratene Steaks, dann nehmen wir uns mal lieber alles mit. Ich muss jetzt nur mal kurz nachgucken, was wir alles mitnehmen können, um auch wirklich gut gegen Gobul ausgerüstet zu sein. Dazu muss ich mal schnell gucken, was unsere Waffe denn alles nehmen kann an Beschichtung. Das habe ich mir nämlich nicht gemerkt. Lähmung, Nahkampf, Schlaf und Farbe. Okay. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Geld dabei am Banne. Das wäre nämlich super toll, wenn wir noch ein wenig was ausgeben können. 7000, das dürfte eigentlich reichen. So, was war das jetzt alles? Lähmung, soweit ich weiß. Wir haben sogar noch was im Back, ne? Ich muss darauf auch noch aufpassen. Kraftbeschichtung war jetzt gar nicht dabei, ne? Nee, leider nicht. Lähmung, Nahkampf, Schlaf, Farbe, okay. Lähmung. Nahkampf. Schlaf. Und Farbe dürften wir voll haben, genau. So, Kraftbeschichtung kann ich ja drin lassen, weil ich kann ja sowieso nur die nachrüsten, so gesehen, die aktiv sind. Dann essen wir jetzt nochmal was. Ich gucke nochmal gleich nach im Inventar. Sieht nämlich so leer aus, finde ich, was wir noch nehmen können. Wir essen übrigens hier zweimal Fleisch, denn wie wir wissen, hier Angriff plus. Dazu nehmen wir hier noch Kraftkatze, denke ich mal. Das war ja nicht so gut. Charisma maximiert die Möglichkeit. Gespräch ist Gemüseältesten verringert oft. Ja, hier nehmen wir das. Hoffen wir, dass wir es auch kriegen. Hier die Verteidigung. Wäre ja zu wünschen. Rustikales, wildes Gericht, Ausdauer und Angriff erhöht. Genau, haben wir beides bekommen. Super. Jetzt nochmal schauen. Wir haben Tränke, wir haben Steaks, wir haben Farbbälle. Was braucht man denn noch, wenn Skobo ein bisschen am Ausrasten ist? Das, was wir noch mitnehmen könnten, wäre hier, oh, wir haben ganz schön viele Spinnennetze wieder gekriegt. Das ist super. Wir können nämlich dann noch ein paar Fallen mitnehmen. Und dann bräuchte ich doch die Kombobücher. Gut, dann nehmen wir die doch mit. Wir nehmen jetzt nämlich ein paar Fallen mit, indem wir hier, Spinnennetz und Efeu kombinieren. Dreimal das Ganze. Ach, wieso denn viermal? So. Viermal ist auch in Ordnung, nehmen wir auch sonst viermal mit. Im Endeffekt bauen wir hier zwei Fallengeräte. Zwei Netze. Ich werde jetzt mal gucken, ob wir das vielleicht hinkriegen, mehr mit Fallgrube. Obwohl, wir haben ja nur drei Kombibücher. Da kann es auch passieren, dass die Fallgrube fehlschlägt. Ach, das sehen wir dann. No risk, no fun, wie man es ja so kennt, ne? Ja, und eine Schockfalle natürlich. Wir haben ja genug Donnerkäfer. Dabei muss ich mal wieder gucken, was wir jetzt an sich noch mitnehmen können.
So, da fehlt natürlich noch was. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Ja, Donnerkäfer, ich muss nochmal gucken, wen wir hier losschicken können. Da bin ich mir ziemlich nicht so sicher. Und ich kann euch auch gleich nochmal was Lustiges zeigen, bevor wir hier loslegen. Erstmal brauche ich kaufen zur Box. Ein paar Fallengeräte hier. Zwei reichen ja erstmal. Ich muss mir nämlich noch eine Falle zusammen kombinieren. Ja, ich hätte mich eigentlich auch schon davor der Aufnahme hier vorbereiten können. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Es tut mir leid, falls es jetzt hier langweilig wird. So. Okay, haben wir die auch kombiniert und schnell rein hier. Haben wir auch eine Fallgrube. So, dann dürften wir eigentlich gegen Gobul ein wenig gerüstet sein. Dürfte jetzt auch, ja, passen. Und jetzt zu dieser kleinen lustigen Besonderheit, die ich euch mal zeigen wollte. Ihr alle wisst es wahrscheinlich eh schon. Also die, die jetzt hier schon online ein bisschen unterwegs sind. Wir gehen jetzt mal in den Einzelhafen von Tanzia, und zwar in die Taverne. Das ist nämlich halt so gesehen das Offline-Gebiet. Also, dass man halt offline auch die Tavernenquests machen kann. Und schon sehen wir ja hier beispielsweise den Gandalf stehen und den Jaxodimus, der uns ja auch in der letzten Aufnahme begleitet hat. Und ich glaube, hier oben dürfte noch jemand stehen. Ja, genau, es ist die Kisara, die hier rumtanzt. Ja, man sieht ja alle unsere Leute, die wir ja beim letzten Mal begegnet sind. Das liegt daran, nochmal hier als kurze Erklärung, ja, hier prüfen wollte ich jetzt gar nicht. Das liegt daran, dass wir in der Kartenliste hier mehrere Leute jetzt halt drin haben. Und diese Leute tauchen halt ja auf, immer drei an der Zahl, und die haben halt besondere Aufgaben für uns. Beispielsweise sagt die Kisara, sie würde gerne Ludrotte erlegen, ist halt niedrigrangig, Stern 1, und das könnten wir halt sagen, okay, mach das. Oder wir sagen zum Jaxodimus, oder er sagt uns, er will Tränke besorgen. Kann er auch tun, weil wir haben ja momentan nicht so viele Tränke. Noch nicht. Und der Gandalf, nee, mit Chacha wollte ich jetzt nicht reden, nee, Chacha, tut mir leid, ich wollte mit dem Gandalf hier reden, genau. Der sagt, er will Altarote besiegen. So, ich sage jetzt mal zum Beispiel hier, ich will die Tränke haben. Dann gehe ich zum Jaxodimus und sage hier, ja, besorg mir Tränke, ich heuer dich an. Und jetzt haben wir sogar noch die Chance zu bestimmen, wie viele Leute mit auf die Quest gehen sollen. Hier wäre zum Beispiel die Chance S, hier A, hier B, hier C. Ich nehme mal alle, um einfach mal zu zeigen, wie das aussieht. Bestätige das. Und schon geht der nette Jaxodimus nach diesem Ladebildschirm natürlich, der irgendwie gerade ewig dauert. So, da geht er mit einem angeheuerten Jäger Jaxodimus und noch ein angeheuerter Jäger und Gandalf auch mit dabei. Wie ich gesehen habe, gehen sie halt jetzt los und besorgen mir die Tränke. Wenn man mehrere Leute hat in der Kartenliste, kann es auch passieren, oder beziehungsweise passiert es auch. Ja, die können uns jetzt nichts mehr machen, ne? Ach doch, man kann ja noch weiter anheuern, das wäre auch cool. Ja, da gucke ich mir seine Karte an, das ist auch okay hier, dann... Ach ne, geht doch nicht. Schon gut. Ja, auf jeden Fall, wenn man mehrere Leute in der Liste hätte, dann würde es auch passieren, dass ab und zu so gemixt welche rumlaufen, ne? Also halt, beispielsweise hätte jetzt auch passieren können beim Jaxodimus, als ich ihn losgeschickt habe, dass die Kisara und dieser Gangster, den ich ja noch drin habe, dass die beiden auch noch mit auf die Quest gehen, so gesehen, also mit begleiten. So, jetzt aber wieder zu viel gelabert hier. Wir wollen jetzt ja mal ein bisschen, ja, Action sehen, glaube ich. Deswegen auf zum Gobul. Und ich bin gespannt wirklich, wie das Ganze hier abläuft. Ob wir den Gobul ja gut besiegen können. Ich fange bei dem Gobul auf jeden Fall mit der Lehmbeschichtung jetzt an. Ja, immer pum. Und kann euch dann gleich nochmal zeigen, das ist jetzt doof wegen der Lehmbeschichtung, nehmen wir mal ganz kurz keine rein. So, hier nochmal zu diesem Schuss hier. Genau. Man sieht ja diesen Kreis. Und man kann ihn, wenn man selber jetzt A drücken sollte, pum. Ja, jetzt haben wir nichts gesehen, das ist super. So soll es natürlich nicht sein. So kann ich es euch hier nochmal zeigen. Hier, zack. Genau. Kommt so ein kleiner Pfeilregen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Hat auch der nette Gandalf, glaube ich, war das auch, unter die Kommentare nochmal zu einer Folge geschrieben, weil ich ja nicht wusste, was das macht hier. Aber nach
ein kleines bisschen Auseinandersetzung mit dem Ganzen, habe ich das nachher auch selber herausgefunden, wie man hier die ganzen Dinger hier nutzt. Simple Schallbombe, ich hoffe, damit können wir Google ein wenig rauslocken. Ja, an sich, wie gesagt, halt nicht schwer, dieser Kreis kann man halt, ist halt dieser, ja, Flächenschaden, sag ich mal so, den man halt damit aktivieren kann. Was mich natürlich auch wundert, das könnt ihr ja mal selber nachschauen, wenn jetzt nicht eine Sequenz kommt, wir gucken erstmal, vielleicht kommt jetzt eine gleiche, ach nee, die kommt erst in Gebiet 4. Was mich wundert ist, dass es in der Jägerinfo gar nicht drin steht. In der Jägerinfo wird nicht angegeben, dass wir beispielsweise mit A diesen Pfeilregen machen können. Der wird gar nicht erwähnt, soweit ich das gesehen habe. So, jetzt glaube ich aber Sequenz für euch. Oder auch nicht. Muss ich wohl noch ein bisschen weiter schwimmen. Denn wir wissen, jedes Monster, was wir einmal begegnen, erstmalig begegnen, kommt eine Sequenz. Und deshalb ist es mir auch wichtig, das so zu machen, dass wir ja, die Monster halt offline erstmal machen, weil ich glaube, ich bin mir da nicht ganz so sicher, kann mich natürlich auch irren, aber ich glaube, wenn man die Monster schon mal online gemacht hat, kommt keine Zwischensequenz mehr, wenn man den offline dann als zweites begegnet. Ich weiß es nicht genau. Sequenz. So, Gobul ist also unser nächster Gegner und ja, Gobul selbst zum Beispiel gehört zu der Spezies der Leviathane hier im ganzen Monster Hunter 3 Ultimate und ja, auch wenn man es vielleicht denkt, aber es ist nicht so, wenn man jetzt glaubt, Gobul selber ist vom Element Wasser, dann hat sich derjenige geirrt, denn Gobul selber besitzt nämlich gar kein Element. Aber es kann uns bestimmte Statuseffekte zufügen. Ja, das kann der Gobul. Und zwar kann Gobul einmal mit seinem Schweif, wenn er uns mal damit trifft, so hin und her schlägt, halt paralysieren. Wir haben dann dieses komische gelbe Schockdingens um uns herum und liegen dann total, ja, zusammenzuckend und total schmerzerfüllt auf dem Boden und hoffen, dass diese Wirkung bald nachlässt. Aber auch die Laterne, die Gobul hat, lässt einen bestimmten Statuseffekt bei uns auswirken. Oder lässt einen bestimmten Statuseffekt bei uns, ja. Wie soll man das anders formulieren? Geht nicht anders zu formulieren, deswegen behalte ich den ersten Satz. Und zwar kann Gobul ein grelles Licht mit der Laterne erzeugen, welches uns verwirrt bzw. uns blendet. Und wir dann so gesehen knockoutet sind. Oder beziehungsweise gestunt, also betäubt halt. Es gibt halt einen Unterschied zwischen Paralyse und betäubt, ne? Aber den muss ich euch wahrscheinlich ja nicht erklären. Es ist halt genau dasselbe, als wenn wir eine Blitzbombe werfen würden, dann haben die Monster ja auch so eine Sterne über dem Kopf. Und ja, wir können uns dann halt auch nicht bewegen für diese kurze Zeit. Aber auch Gobul, dadurch, dass er das halt kann, heißt es jetzt nicht, dass er unbesiegbar ist. Nein, Gobul hat nämlich auch eine Schwäche. Vom Element her, das sind sogar zwei Schwächen, die fast gleich auf sind. Und zwar ist das einmal das Element Donner und das Element Feuer. Bedenken muss man hier aber, dass das Element Donner ein wenig mehr verursacht. Allein beim Kopf wäre es beim Element Donner 5 Schaden mehr, so gesehen, den man macht. Und hier möchte ich nochmal sagen, bevor ich jetzt zur grafischen Darstellung komme von Gobul, dass immer wenn ich sage jetzt halt, auch bei den grafischen Darstellungen zum Beispiel, man macht irgendwie 50 Schaden oder ja nur 30 Schaden, nochmal angemerkt hier, diese Zahlen, die da stehen, da sage ich immer nur Schaden. Ich weiß halt nicht genau, wie das jetzt gemeint ist, ob das prozentuale Werte sind. Ich sag halt immer Schaden.
Ich denke eher, die Darstellung soll dafür dienen, um zu wissen, wie empfindlich die einzelnen Stellen sind. Und das hat bei manchen Monstern, wenn man halt hohen Schaden macht, also wenn das halt die Schwachstelle ist, heißt es nicht gleich, dass es eine empfindliche Stelle ist, sondern halt nur, ja, dass es empfindlichere Stellen gibt. Am besten zeige ich euch das jetzt mal gleich bei Gobul. Und zwar sieht es bei dem Gobul so aus, beim Cutting Damage wie folgt hier, pum, da habt ihr, da sieht man ganz gut die Laterne, wer beim Schneidschaden, ja, das empfindlichste mit 65 Schaden, wie gesagt, ich sag das extra so, 65 Schaden, und, ja, der Bauch, beziehungsweise das Kinn, wenn man das so sehen kann, würde danach kommen mit 55 Schaden, dann der Bauch mit 50 Schaden. Wie man jetzt hier zum Beispiel erkennt, die Laterne ist orange markiert, ist halt so gesehen der schwächste Punkt. Aber wie wir uns vielleicht erinnern, gibt es auch Monster mit rot markierten Stellen, wo man weiß, aha, die sind noch empfindlicher. Und Gobul besitzt halt keine rote Stelle, also keine so doll empfindliche Stelle. Trotzdem ist die Laterne der empfindlichste Punkt. Dann, wie gesagt, würde halt kommen das Kinn und anschließend der Bauch. Ja, als nächstes könnte man das Gesicht angreifen mit 45 Schaden und danach den Rücken. Dabei muss man auch wieder beachten, Gobul besitzt auch eine kleine Sonderposition, so gesehen, indem es die Stachel ausfährt. Hier ist wichtig zu bedenken, dass die Stachel noch ein eigenes Empfinden haben, wenn man das so sagen kann. Also hier wirklich nur der Rücken mit 40, nicht die Stacheln. Dann würde der Schweif kommen mit 35 und dann zum Schluss beim Schneidschaden die Stacheln mit 20 Schaden. So, wie gesagt, man muss hier wirklich bedenken, dass Gobul, auch wenn er die Stacheln ausfährt, dass die Stacheln als einzelner Bereich zählen und nicht im Rückenbereich mit dazu gerechnet werden. Ja, dann als nächstes kommen wir zum Impact Damage, zu dem sogenannten Stoßschaden. Der sieht hier wie folgt aus, und zwar so. Hier sehen wir nochmal genau den Unterschied, das, was ich angesprochen habe. Hier würde die Laterne beispielsweise mit 70 Schaden, der auch der Primär-Damage sein, aber wie man sieht, rot markiert. Das bedeutet also, wenn man beispielsweise mit dem Schwert draufhaut auf die, mit einem Schneidschaden auf die Laterne, macht man halt nur 65, die Stelle ist halt orange empfindlich, aber sie wäre empfindlicher und auch so eine richtig gute empfindliche Stelle, wenn man mit einer Stoßwaffe, mit Stoßschaden draufhauen würde. Dann ein Unterschied hier, als nächstes würde dann die Stacheln kommen, wie wir wissen, beim Schneidschaden waren die Stacheln als letztes. Da fällt mir ein, ich habe die Füßchen vergessen, aber egal, habt ihr wahrscheinlich schon selber gesehen, ne? Füßchen würden noch vor den Stacheln kommen mit 25 Schaden beim Schneidschaden, aber ist jetzt auch egal. Hier, wie wir sehen, gewaltiger Unterschied, jetzt würde als nächstes die Stacheln kommen mit 50 Schaden und anschließend dann das Gesicht, das Kinn und der Schweif mit 40 Schaden. Ja, und dann zum Schluss, beziehungsweise nicht zum Schluss, fast als vorletztes, wären dann die Beinchen und der Rücken beim Stoßschaden gut und ganz zum Schluss der Bauch. Also hier ist wirklich so ein gewaltiger Unterschied, wenn man so überlegt beim Schneidschaden, war ja der Primärschaden die Laterne und dann der Bauch, beziehungsweise das Kinn. Und hier, wenn man so überlegt, ist, war ja das, also beim letzten beim Schneidschaden waren es ja dann die Stacheln. Und hier ist es genau umgekehrt, Primärschaden zwar auch an der Laterne, aber dann kommen die Stacheln und ganz zum Schluss dann erst der Bauch. So, da habe ich wieder viel zu viel geredet, aber um es nochmal kurz zu fassen, neben den Schwächen, die ich gerade aufgezählt habe, beziehungsweise den Schwachstellen, besitzt Gobul selber kein Element, er kann uns aber die Statuseffekte der Paralyse und der Betäubung verpassen und ist selber gegen das Element Donner primär empfindlich und sekundär gegen das Element Feuer. Ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, was vielleicht für euch auch noch sehr, sehr wichtig wäre an Information. In dem Monster Hunter Wiki, auf die Daten, auf die ich mich immer beziehe und so weiter und so fort, wisst ihr ja schon, da steht drin, dass es auch in dieser Damage-Tabelle, wenn ihr die mal beobachtet habt oder mal selbst angeschaut habt, es gibt auch den Shoot-Damage, den Schuss. Schaden, weil jetzt ist ja auch wichtig zu wissen, wahrscheinlich haben sich das schon die einen oder anderen gefragt, auch jetzt schon bei meinem Kampf hier, was ist denn jetzt so in der Bogen? Schneid- oder Stoßschaden? Ja, der Bogen ist leider extra
berücksichtigt als Schussschaden. Das Problem hier dran ist nur, es gibt keine wirkliche grafische Darstellung zum Schussschaden. Es ist immer nur primär angegeben der Impact und der Cutting Damage. Ich hätte auch gar kein Problem damit, neue Schadenstabellen oder beziehungsweise Schadensdarstellungen zu machen von den Monstern. Bloß das Problem, bei einigen gibt es nur die Tabelle Schuss und Impact, also beziehungsweise Schuss, sage ich schon. Es gibt nur manchmal in der tabellarischen Darstellung, dass die Wörter halt hier Impact Damage und Cutting Damage. Es gibt gar kein Shoot Damage, das ist nur bei den neuen Monstern so mit drin. Und da ist das Problem halt, dass ich halt nicht weiß, wie ich das darstellen soll. Dann, wenn ich halt nicht weiß, wie viel Schussschaden ist, kann ich es auch nicht wirklich darstellen. Und deswegen rede ich hier nur von Impact und Cutting Damage. Das tut mir wirklich leid für die, die dann halt auch wissen wollen, bogentechnisch und so. Vielleicht kriege ich das ja noch irgendwie hin. Aber die Monster, die jetzt schon erklärt wurden, wie jetzt auch hier der Gobul beispielsweise. Na, mal gucken, ob das was wird. Ja, hat getroffen. Wie beim Gobul zum Beispiel, ist es jetzt halt doof, weil die Monster schon gelaufen sind, dass da jetzt halt kein, oh, wir haben die Laterne kaputt gekriegt, cool. Dass jetzt halt keine Info mit vorhanden ist, tut mir auch leid, wie gesagt. So, ob wir das nochmal schaffen? Nö. Dann lieber doch weg. So wie wir auch merken, mit Bogen unter Wasser ist eigentlich ganz chillig. Muss ich jetzt mal so persönlich sagen. Ich sehe aber gerade, ich muss jetzt die normalen Tränke nutzen, auch kein Problem. Ja. Danke, Gobul. Ja, auf jeden Fall unter Wasser ganz chillig hier mit Bogen zu kämpfen, weil wir noch das Anvisierkreuz so gesehen haben, oder beziehungsweise den Anvisierbogen hier, den man ja hier so sieht. Was ich nämlich ultra schwer finde, also was mir zum Beispiel ultra schwer fällt, mit den anderen Waffen, wie den Schneidwaffen. Ah, jetzt kommt er raus, super. Fällt es mir halt schwer, unter Wasser zu kämpfen, weil man halt nicht nur links und rechts, wie gesagt, beachten muss. Okay, jetzt ist er eh wieder im Wasser. Ich dachte, ich kann hier die Fallgrube benutzen, aber egal. Man muss ja nicht nur oben und unten bedenken. Ach komm, wir schläfern ihn mal ein. Ist bestimmt lustig. Man muss nicht nur links und rechts bedenken, so rum. Sondern auch oben und unten. Das bedeutet also, der Kampf findet so ein bisschen, naja, ihr könnt jetzt wahrscheinlich nichts damit anfangen, weil ihr euch denkt, hä? Das Spiel ist doch schon so. Ich wollte sagen, der Kampf findet ein bisschen dreidimensionaler statt. Aber damit meine ich halt, dass man auch wirklich Höhen und Tiefen mit bedenken muss. So, mal sehen, ob er einpennt. Und wann er einpennt. Ach komm, das ist mir zu doof. Tut mir leid, ich wechsle wieder um so. Und mit Bogen fände ich es halt ein bisschen leichter, da hoch und runter zu schießen, weil einfach hier anvisieren und dann die Monster einfach hinterher gucken, so gesehen. Mit den beispielsweise Langschwert finde ich es persönlich ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel beim Langschwert den Elan aufgeladen hat und dann halt die den Elan mit der R-Taste halt entfachen will und man schon in dieser Kombi drin ist, dann braucht das Monster bloß einmal ein Stück nach oben schwimmen. Schon hat man seine Schlagbahn verändert, selber auch, weil man trifft es halt nicht mehr. Wenn es einmal kurz nach unten schwimmt, dann trifft man nicht mehr, weil man halt über das Monster schlägt. Genauso wie wenn es ein Stück nach oben schwimmt, dann schlägt man unter das Monster durch. Und das sind halt so Punkte, wo ich mir denke, das ist ein bisschen, also für mich zumindest, schwierig zu koordinieren. Aber an sich, ja, nicht so wirklich schwer, mit Bogen das Ganze hier zu machen. Wie gesagt, hier das Anvisierkreuz, Pum, oder der Bogen. Halte die Anvisiermöglichkeit, ist hier wirklich entscheidend. So, dann werde ich jetzt wieder eingesaugt, glaube ich, doch nicht. Noch Glück gehabt hier. Ich weiß halt, wie gesagt, beim Shoot Damage jetzt nicht ganz. Ja, danke, Epiot. Wo man jetzt am besten drauf schießen soll. Bin ja froh, dass ich die Laterne noch kaputt gekriegt habe. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir das doch so schaffen werden.
Also, es ist Nacht jetzt abgehauen, okay. Ja, teleportiert, wie gesagt, hat sich jetzt Gobul nicht. Da unten war nämlich eine kleine Höhle, wie man gesehen hat, womit es halt direkt nach 8 konnte. Deswegen nicht wundern, falls die Monster mal in ein Gebiet weiter weg sich verschanzen. Das ist halt, das soll das darstellen, dass die Monster so eine kleine Unterwasserhöhle genutzt haben. Weil, wie wir wissen, wir zum Beispiel können auch vom Camp aus, ja auch in Gebiet, weiß ich jetzt gar nicht, 5 oder 6, ne, landen. Falls man es noch nicht gesehen hat, ich weiß es nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ob ich das schon gezeigt habe. Aber man kann, ja, auch von Gebiet Camp aus, beziehungsweise Basislager, Camp heißt es ja im Englischen. Ich versuche hier ein bisschen Deutsch noch das zu erklären. Deswegen ja auch meine Listen. Ich könnte zum Beispiel euch, wenn ich will, die Kombi-Liste oder auch eine Item-Liste von Monster Hunter, könnte ich euch ja auch da lassen. Auf Englisch komplett. Dann müsste ich mir nicht die Mühe machen, sowas Ganzes noch zu übersetzen. Aber ich selbst habe halt entschieden. Danke, Ludrot. Wo ist es denn jetzt hin? Ach, da. Ich selbst habe aber entschieden, das auf Deutsch zu machen, weil ich mir dachte, nicht alle können Englisch. Nicht alle verstehen das. Und Monster Hunter, das ist ja wirklich so, dass einige Items, ja, ziemlich, wie soll man sagen, komisch übersetzt wurden. Ob mir zum Beispiel einfällt, ja, beispielsweise der Impfstoff. Obwohl, das gut, das kann man eigentlich auch noch, wenn man, ja gut, kommt drauf an, wie man Englisch drauf hat. Ne, Impfstoff zum Beispiel auf Englisch heißt Immunizer. Wir sind jetzt wieder verwirrt. Weil Gobul, ja, Mann, ist klar. Weil Gobul hier ein bisschen durchdreht und auch die Ludrots sich denken, ne, die machen wir jetzt fertig, den Alten. Und welche Items gibt es noch? Nährstoffe zum Beispiel, Nutrients. Ich meine, das ergibt sich nicht so, wenn man halt Englisch nicht wirklich kann. Ergibt sich das bei ihm nicht so wirklich. Oder Nutritions, wie auch immer man das aussprechen will. Und deswegen mache ich das lieber auf Deutsch. Genauso wie bei Monsterteilen. Es gibt zum Beispiel später Monsterbrühe und sowas. Und ja, ist halt schwieriger, so finde ich zumindest, wenn man kein Englisch kann. Ist es schwierig, da durchzublicken. Und demnächst übrigens, also nicht demnächst, das wird wirklich noch eine Weile dauern. Gerade sitze ich halt, wie gesagt, noch an der Itemliste. Problem, es sind noch nicht alle Items angegeben. Dann habe ich noch herausgefunden, es gibt noch eine Monster Hunter Carve-Liste, also eine Zerlegen-Liste, die anzeigt, wie viel prozentuale Chance man hat, die bestimmte Monsterteile zu kriegen. Am Schweif oder am Ausnehmen oder vielleicht beim Fangen. Wenn man Monster fängt, dann kriegt man ja am Ende eine Belohnung. Wie hoch da die Chance ist, jeweilige Monsterteile zu kriegen. Die habe ich auch noch überlegt, vielleicht zu übersetzen. Aber was vielleicht ganz interessant sein wird, das kann ich aber erst wirklich in späterer Zukunft machen, ist eine kleine Waffenstammbaumliste. Die gibt es auch auf Monster Hunter Wiki. Wie gesagt, aber wieder auf Englisch. Und ich werde versuchen, die halt auf Deutsch zu machen. Dass ihr dann vielleicht seht, aus was wird eure Waffe noch werden. Oder aus was macht ihr eine bestimmte Waffe mit dem Element Eis oder so, wenn ihr eine wollt. So, du dort kommen. Du nervst mich gerade so ziemlich. Genauso wie du. So, machen wir jetzt mal fix fertig hier, die Ludrots, die stören gerade so ein bisschen. So, gut. Und, aber wie gesagt, da muss ich mir noch ein bisschen Zeit mitnehmen. Denn das Problem an der ganzen Sache, wie man sich wahrscheinlich denken kann, ich besitze auf dem Speicher hier nicht, also nicht wirklich, alle Monster-Teile, weil ich will mich wirklich auf Monster Hunter an sich beziehen. Ich kann zwar die Items und die zerlegen Dinger oder auch die Waffenstammbäume persönlich auf Deutsch übersetzen, aber die nennen das ja meist auch hier anders. Deswegen, zum Beispiel hier auf Englisch jetzt, ne, wegen Erste-Hilfe-Arznei oder wie das hier heißt. Die heißt zum Beispiel auf Englisch auch First Aid Medicine. Das hätte ich auf Deutsch als Erste-Hilfe-Medizin übersetzt. Nur mal so als Beispiel.
Oder was gibt's noch? Keine Ahnung, mir fällt gerade nichts auf jeden Fall ein. Aber es ist halt schwer, das wirklich so aus dem eigenen Kontext zu übersetzen. Aber Monster Hunter das halt dann nochmal extra, eine extra Übersetzung hat, also extra Angabe. Ich frage mich, wo es jetzt hin will. Naja gut, verfolgen wir es einfach mal. Dazu hole ich aber nochmal kurz Luft. Und dann geht's weiter. Ja, muss man halt sehen. Ich habe mich dafür entschlossen, dass ich das halt dann später... wo ist es jetzt hier? Ich sehe es gerade nicht. Ach, da unten. Okay. Ihr seht das übrigens immer, wo Gobul ist, falls ihr es auch noch nicht wusstet. Ach Mensch. An diesen komischen Pflanzen da, diese roten, wo Blasen rauskommen. Hier kommen so kleine Luftbläschen raus. Das ist Gobul. Für die, die es noch nicht wussten. Damit lockt er halt Beute an. Aber das hat man ja im Intro, glaube ich, gesehen in seinem kleinen Video. Ja, ich habe mich auf jeden Fall entschlossen, dass ich diese Waffelstammbäume und sowas übersetze, wenn die Kisara ein wenig weiter ist, weil sie, wie gesagt, spielt ja privat sehr, sehr viel. Da nochmal ein kleines Wörtchen an alle, die da vielleicht dran interessiert sind. Es gab ja bei der allerersten Online-Session, wie man ja gesehen hat, Aufnahmeprobleme, beziehungsweise nicht Aufnahmeprobleme, sondern eher Probleme, sich zu mir zu verbinden. Wie der ein oder andere noch weiß. Und die Leute, die das gerne mal testen wollen, ob sie sich zu mir verbinden können, um vielleicht bei der nächsten Online-Aufnahme mitmachen zu dürfen, die können einfach mal abends ab und zu mal reinschauen. Sie ist zwar meist immer woanders, aber die Kisara, die befindet sich... Wow. Die befindet sich immer abends, so ab, sagen wir mal 18, 19 Uhr ungefähr, befindet sie sich online. Wir nutzen denselben Haushalt, also wir leben im selben Haushalt, besser gesagt, nutzen so gesehen auch dann dasselbe Modem und sowas. Und da könnt ihr mal versuchen, dass ihr euch zu ihr verbindet. Immer wenn sie abends spielt, ist dieses Firewall-Problem auch deaktiviert. Es dürfte also möglich sein, sich zu uns zu verbinden. So wie es halt eine Online-Session ist. Und sie ist halt so wie auch standardmäßig, wie wir das auch in den Online-Sessions mal angekündigt haben, manchmal auch woanders. Das weiß ich halt nicht. Da müsste ich nach dem Namen ausschalten, aber überwiegend haben wir jetzt gewonnen. Überwiegend befindet sie sich aber in Welt 3, also 03 frei C, in der Lobby 6 und spielt ab und zu mit ihrer Freundin Sky. Und da könnt ihr, wenn ihr mal wirklich Interesse habt, es zu testen, mal mitzuverbinden, einfach mal vorbeischauen. Müsst ihr auch nicht unbedingt jetzt helfen, das ist jetzt kein Aufruf, dass ihr denen jetzt bei den Quests helfen sollt oder so. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr Lust darauf habt, ist aber kein Muss. Aber wenn ihr wollt, die Verbindung halt testen, wenn ihr verbinden könnt zu ihr, könnt ihr auch hundertprozentig davon ausgehen, dass ihr auch in der nächsten Online-Session euch mit mir verbinden könnt, weil, wie gesagt, ich dasselbe Modem verwende, beziehungsweise mich mit demselben Modem auch verbinde. Nur mal so als kleine Info. Um das auch nochmal klarzustellen, in der letzten Online-Aufnahme habe ich ja erwähnt, dass ihr wahrscheinlich zu Kisara nicht verbinden könnt, weil das Firewall-Problem dann wieder besteht. Aber wir haben uns entschieden, dass wenn sie online spielt, damit sie halt auch die Möglichkeit hat, mit mehreren anderen Spielern zu spielen, dass wir auch da das Firewall-Problem deaktivieren. Das bedeutet also, dass meine Aussage vom letzten Mal nichtig wird und ihr trotzdem dahin verbinden könnt. Gobul-Laterne haben wir jetzt auch noch gekriegt, das ist super. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hier Tiefseeattentäter wurde der Galerie hinzugefügt. Aber das ist uns erstmal egal, ne? Bis zur nächsten Folge dann. Tüdelü!